So, willkommen zu einer weiteren Folge Ramses Kitchen bzw. die Abschlussfolge aus München vom Hannes. Und guckt euch das mal an, wie rot das hier alles ist. Guckt es euch nochmal an, wenn man das hier wegzieht, seht ihr, da ist ein weißer Streifen. Zack, weiß, zack, rot. Sieht doch mal dein Shirt aus. Sieht auf jeden Fall genial aus. Und Iswo ist noch da. Das ist der letzte Abend jetzt, wo wir hier zusammensitzen. Dann geht er wieder zurück in sein komisches Kaff. Hannes ist da. Der ist schon in seinem komischen Kaff auf seinem Balkon, der Kaffbalkon. Und wir waren gestern im Markt, Kaufhof. Ja, da war der Bruce Darnell als Türsteher. Da habe ich mir auch eine Maske angezogen, da hatte ich Schiss. Und dann haben wir gesehen im, jetzt habe ich schon wieder vergessen, im Kaufhof. Kaufhof, da gab es besondere Chips. Die wollen wir jetzt mal testen. Die haben nämlich so eine besondere Packung. Am liebsten hätte ich alle mitgenommen, aber wir haben nur drei Stück rausgesucht. Jeder hat sich eine Packung rausgesucht. Iswo wollte die hier, Cell, ne? Ihr seht, Chips de Madrid, Super Bon, La Qualité a toujours raison. Klingt zwar plötzlich nicht mehr Spanisch, sondern irgendwie Französisch, aber egal. Was ist Cell? Cell ist einfach nur Salz. Steht nämlich hinten drauf. Kartoffelchips mit Salz, hier, da macht er den Daumen hoch, wie der ist, wo immer, der ist ja so ein Salzfanatiker, deswegen sind hier auch die gesalzenen Vögel. Die habe ich zuerst gesehen, die fand ich richtig interessant, auch Chips de Madrid, Pimenz. Was ist Pimenz? Alles Bam, Super Bon, das sind Chips mit Chili, also Kartoffelchips mit Chili, schön spanische Chili-Kartoffelchips. Und der Hannes hat sich ganz freiwillig, ja, diese Tüte rausgesucht. Und da steht Cell et Herbs Kritoises. Und das ist natürlich, ihr seht, er ist hier heftig am Chillen, weil er wieder was geraucht hat. Und zwar kredische Kräuterkartoffelchips. Na, Hannes wollte eigentlich sogar erst hier die komischen mit Trüffel mitnehmen. Mit, aber mit Trüffel, ja. Wir haben schon mal Trüffelchips Teste, das habt ihr, glaube ich, nicht, oder irgendwas anderes mit Trüffel. Und das fand ich ein bisschen komisch, deswegen haben wir das jetzt so weggelassen. Wir werden jetzt mal hier mit dem Iswo seiner Tüte anfangen. Die gesalzenen. Ich mach die mal auf. Da gab es bestimmt 10 verschiedene Sorten oder so, aber eine Tüte hat 3 Euro gekostet. Da wären das ja 30 Euro, laut Adam Riese. Jetzt sind das auch noch so dünne, feine, die mag ich gar nicht. Ich stehe immer auf dicke, fette oder geriffelte natürlich. Oder genoppte. So muss das sein. Wir werden jetzt erstmal dem Iswo, der hat nämlich schon seinen Mund aufgemacht. Der darf mal den ersten probieren aus seiner gesalzenen Tüte. Sag mal, sind die schön crunchy, sind die schön salty, sind die wunderbar. Isst du eigentlich sonst Chips großartig? Du isst doch immer da ist diese, gar kein Salz drauf. Du isst doch sonst immer nur Jumbies, oder? Denk dran, 3 Euro Chips aus Madrid mit hier Cell, gesalzene Vögel. Da ist gar kein Salz drauf. Jetzt nicht nochmal reingreifen. Jetzt beim zweiten merkt man ein bisschen was. Bisschen. Ja, so wie ich dich kenne, nimmst du dann eh deine 10 Tüten Salz und packst sie in die Tüte und isst dann erst. Der macht ja sonst auch überall Salz drauf, wo schon Salz drauf ist. Hannes sagt, das sind die besten Chips, die er je hatte. Noch besser als die Robs Chips. Von dem komischen. Dass du ja kein Salz merkst, ich merke da schon Salz. Echt? Oh. Das ist also wie immer, Iswo rafft gar nichts und Hannes verzieht schon sein Gesicht und sagt, oh. Quatsch, da ist doch gar kein Salz drauf. Juicy, salty, ne? Warte mal. Du wirst trinken, Mann. Die sehen ja eigentlich ganz gut aus. Guck mal, wie groß die sind. Und hier, die haben lauter schwarze Dinger. Das heißt, da ist nur überall Schale dran oder was? Ziemlich trocken und sperrig. Erinnert mich ein bisschen an Pombeer. Die Original-Pombeeren. Nee, nur, dass sie ein bisschen weicher waren. Ja. Wer? Pombeeren oder wer? Pombeeren. Ja, weil die hier so extrem trocken sind. Aber guck mal, der braune Flecken, Kuhmuster. Schmeckst du da was? Ich schmeck da nichts. Schmecken für mich wie Pombeeren, deswegen kann ich da nichts weiter dazu sagen. Also jetzt ist wohl seine Tüte, damit kann er jetzt machen, was er will. Psch, vom Balkon. Wir machen jetzt mal die auf. Hier ist sogar ein Verbraucherhinweis, ja.
Parental Advisory, Advisory, Spicy Condon und zwei Fäust von drei. Da wird wieder hoch gepogert, aber wer gesehen hat, wir haben dieses komische, schärfste Gummibärchen der Welt gegessen. Das war nix. Mal gucken, ob die Chips jetzt wenigstens ein bisschen angenehm sind. Die sehen auf jeden Fall richtig schön feurig aus. Das heißt, der Iswa hat schon wieder den Mund auf. Darf wieder zuerst reingreifen. Ja, ich probier den mal. Oh, boah, sind die groß, mein Gott. Das sieht man automatisch aus wie eine Gummipuppe. Sind so rot wie der ganze Iswo an sich. Und? Es ist ja gar kein Salz dran. Oh, richtig. Oh. Weißt du? Richtig. Probier mal. So, Hannes in Action. Noch schlimmer als die ersten. Schlimmer? Schlimmer. Ja, aber die ersten hat ja gar keinen Geschmack. Ne? Und das heißt jetzt also, die haben Geschmack oder was? Und deswegen. Oder was sollen wir das sagen? Hannes schläft gleich ein. Da müssen wir aufpassen. Nicht, dass er durch den Tisch fällt. Und dann platzt der ganze Balkon. Sehr, sehr trocken, ja. Ja, das waren ja die ersten auch schon. Die sind. Wohl dried Carolina Reaper aber. Chips. Ja, jetzt hier, frag mal den Kollegen hier, was der sagt. Also, ich finde es richtig schlechter als die erste Mal. Die riechen hier übelst nach Schinken. Und nach alten Füßen mit Schinken. Wenn ich mir immer meine Schinkenstreifen zwischen die Füße mache, wie die komische Blondine da aus der Joghurtgum-Werbung. Da gucken wir mal hier an. Das ist ein komisches Ding. Also Schärfe merke ich zwar auch nicht, aber okay. Also irgendwie hat das so eine alte Knacker-Note, gemischt mit irgendeiner rauchigen Note. Schmeckt nach alten abgebrannten Gebäude-Note. Ist halt irgendwie so, ja, ich merke schon eine Chili-Schärfe so im Hintergang, ja, aber ganz dezent. An sich schmeckt das trotzdem dann irgendwie nach Pappe, die brennt. Verkohlte Pappe, so ungefähr. Also es gibt auf jeden Fall Chili-Geschmäcker, die richtig schön mundig sind und brennen. Und das ist halt ein bisschen scharf, aber der Geschmack ist auf jeden Fall nicht schön. Das ist ein richtig modriger, pappiger, alter Geschmack. Da guckst du genauso wie ich. Ja, das heißt. Guck so. Die kann der Iswa also auch noch haben, guck. Jetzt zeig halt mal dein Gesicht. Na, hab ich doch, guck. Riecht wie letztens der Lost Place, wo es erst gebrannt hat. So. Wir haben aber noch eine Tüte übrig. Redische Kräuter, Kartoffelchips werden im Bezirk Schwecker, dem pulsierenden Chipsherzen der Welt in der Region Madrid, produziert. Knusprig, schmecken intensiv nach Kartoffeln, intensiv mit F. Was war da denn los? Sie sind nur gesalzen und enthalten keine weiteren Zusatz- und Farbstoffe. Steht das überall gleich drauf? Nur gesalzen. Warum ist da noch Chili dran, ne? Dreck Salz, Alter. Ich finde halt, ja, trocken, pappig, intensiv, würde ich jetzt nicht sagen. Aber die dritten wehren sich, die gehen gar nicht auf. Ja, komm, gib mal her. Ja. Oh. Die wollen gar nicht. So. Die riechen gut wie ein kleiner Gemüsegarten. Das heißt, ist so extra für dich. Sag mal her. Redische Kräuterchips. Das müsste jetzt aber wenigstens was Besonderes sein. Für 3 Euro. Aus Madrid, direkt auf den Balkon. Alle drei schlecht. Und welche sind am besten? Von den schlechtesten? Keine.
Komm, ich fand die ersten haben wenigstens noch so nach Brombeeren geschmeckt ein bisschen, deswegen ist das noch so fast normal. Auch wenn es ein bisschen trockene Brombeeren sind. Aber die zweiten, die sind halt richtig pappig. Da hilft mir die Schärfe. Die sind alle pappig. Auch hilft, die ersten nochmal zum Vergleich. Da hilft mir die Schärfe auch nicht so wirklich raus. Hannes! Da brauchst du dein Auto stehen. Schlotzen. Ich bin absolut enttäuscht dafür, dass sie so teuer waren. Bin ich echt enttäuscht von den Teilen. Ich hätte mir mehr erwartet. Oh, dieser Drecksstier hat wieder alle in das Licht geführt. Da sitzt er gemütlich da, raucht seine Kräuter, salzt die Vögel und sprengt eine Jalapeno in die Luft. Und dann kann er nichts oder was. Ja. So, ja, warte. Ja. Ne? Man will ja nicht den Abend vor dem Tag noch in den Boden stampfen, deswegen. Boah. Das ist immer wie wenn meine Mutter mir so einen Pfefferminztee macht. Und dann ist der Tee leer und der Beutel ist noch in der Tasse. Und du nimmst den Teebeutel raus in die Hand und saugst dann im Teebeutel rum. Dann hast du nochmal so ein bisschen so einen komischen Kräuter-Pfefferminzgeschmack, ganz leicht. So schmeckt das. Wäre für mich jetzt aber kein Geschmack, den man unbedingt bei Chips braucht. Abgestandener Teebeutelgeschmack, aber ja, ich meine, es ist ja wirklich so, wie es ist, ne? Intensiv mit F, nur gesalzen, keine weiteren Zusatz- und Farbstoffe und auch keine weiteren Geschmacksstoffe und auch generell kein Geschmack, also wenn ihr Bock habt auf richtig heftige Chips, dann auf jeden Fall nicht diese, so. Du fandst also die am besten, habe ich gehört. Das heißt, nein, du hast den Glücksgriff gemacht, weil das ist deine Tüte. Alle drei gleich schlecht. Obwohl, es noch welche, die sind noch schlechter. Genau. Hannes ist sowieso enttäuscht, komplett, hat er schon gesagt. Und ich muss auch sagen, ich habe keine Ahnung, was man jetzt damit macht. Vielleicht kann man die ja zu irgendeinem Essen verarbeiten, weil zum So-Essen ist mir das eigentlich zu... Nee, das ist eigentlich nichts, würde der Ispo sagen. Was waren die schlechtesten Chips, die ihr jemals gegessen habt? Was könnt ihr nicht empfehlen? Was wir dann aber mal testen würden, ne? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Fallout. Euer Ramses, euer Ismo und euer Hannes. Mach's gut. Die letzte Folge aus München, ne? Dann geht's wieder von zu Hause aus weiter. Balkon wird mir fehlen. Immer schön die Nachbarn beobachten, die schön die Post annehmen, ne, wenn das Gotcha hierher kommt. Aber egal, wir sind raus.